So Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Inazuma 11 Ghost Strikers 2013. Gespielt von uns, Sefi und Jutis, hier bei Vega 12. Müssen wir diese Antwort eigentlich immer machen? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Naja, ich denke, das ist schon ein bisschen so eine Begrüßung, sollte schon sein. Hi. Hi. Hi, da sind wir wieder. Und Koji ist deprimiert. Ne? Ich darf nicht spielen. Was? Ich darf nicht spielen? Die Hand hängt immer noch auf dem Tisch. Ich glaube, das ist dasselbe Bild wie von ein paar Parts. Ja, hat sich nicht verändert. Nein. Hat sich auf wundersame Art und Weise... Oh, wir haben ihn wieder. Was? Lesen! Ah, das sind, glaube ich, die drei Bücher, die du mal gekriegt hast, oder? Ja, es sind Catch-Bücher. Endo kriegt ein S. Viel super Endo. Dann geben wir Gender noch eins, weil so viel braucht man Catch ja nicht. Und weil ein Endos Rang nicht steigt, können wir irgendeinen anderen noch einen Rang höher auf. Wir geben Kido ein A fürs Fangen, worum auch immer er es braucht. Ja, also das kann ja eigentlich... Ach, das ist ja peinlich, wenn du hier mit deinem D rumläufst. Aber echt. So. So, nachdem wir diese zwei wunderhübschen Boards abgeschlossen haben, widmen wir uns den letzten paar Spielen auf dem Go-Board. So viele sind es eigentlich gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die Staffel nicht so gut wie du. Es dürfen jetzt noch 3 oder 4 sein. Der einarmige Bandit des Glücks ist zurück. Der einarmige Bandit für Arme. Musst du das eigentlich einmal spielen? Ich habe keine Ahnung. Das kann sich doch sehen lassen. Abgesehen davon, dass Sakuma jetzt ganz traurig an dem Punkt. Ach, der Affe. Wie hieß er nochmal? An wen erinnert mich der noch? Das ist Hobo oder Torb? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie hieß denn noch dieser. Wo der eine Junge mit diesem Hammer da? Flinthammerheld! Ja, genau, an den erinnert er mich. So, ich glaube, man muss sich A drücken. Man muss scheinbar immer A drücken. Ja, und das erinnert mich an Dragon Ball Z. Oh, ich habe mich verbrannt. Das sieht aus. Kino ist ganz schön lange verbrannt. Vielleicht solltest du aufhören, A zu drücken. Ich sollte was trinken. Ich finde das wieder ulkig. Kino voll im Real Life. Das sieht ein bisschen aus wie so ein... Nein, ich verliere. Das sieht ein bisschen aus wie so ein... Ich hasse dieses Minispiel. Ich hasse es. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Wunderfontäne. Oh, auf ein neues. Oh Mann. Oh. Was da wohl steht? Haha, Loser. Nein. Ich bin halt nicht so der Curry-Esser wie manch andere. Oder der Rahmen-Esser? Ich glaube, das ist Curry. Ich meine, ich weiß nicht. Ja gut, das Rahmen gibt's auch scharf, oder? Das sieht mehr nach Curry aus, ne? Ja, irgendwie schon. Hallo? Ich würde gerne was trinken, danke. Oh, er haut gleich wieder an die Pfanne. Oh, 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 oh. Kino ist verdammt! Das nächste Mal spiele ich das mit Fudo. Hey! Der hat eine schärfere Zunge. Der war gut. Und der war völlig spontan. Ich freue mich gerade, woher du das weißt. Was? Er hat eine schärfere Zunge. Naja, er spricht schärfer. Ah. Und ich kaufe wieder ein E, wie Martha. Oder ein B für Blitz. So sah das Blitz gut an. Oder ein V, wie verloren. Oh Mann. Das ist nicht schon wieder ein Glücksrad. Diesmal kaufe ich ein G. Gewinnen. In meinem Reisbällchen. Ich möchte auch. Ey, da findet Link ja an seinen Truhen noch was Besseres. Er findet immer keine Reisbällchen. Nein. So, und das nächste wunderbare Spiel. Gegen Sanak. Ich wusste, dass du das sagst. Das ist sein Marken. Naja, in einem Markt kann man auch Sanak kaufen. Ich wusste, dass du das sagst. Ich sag nichts mehr. Ich schweige diesen Ich wusste, dass du das sagst. Das stimmt doch gar nicht. Ich wusste, dass du das sagst. Wir haben genug gehalten. Konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. Bevor ich hier noch Schläge kriege.
nicht mehr als sonst. Ja, ich werde dich immer ganz unfair geschlagen. Aua, seht ihr? Die schlagen mich alle. Danke, Kirino. Ich habe dir nicht mal gesagt, dass du das machen sollst. Aber ich denke, gute Abwehrspieler haben das mittlerweile verinnerlicht. Die grätschen schon so aus Prinzip. Das ist bei denen so einprogrammiert wie so ein Zucken. Also, wollt ihr mich verarschen? Wer von euch? Geh weg, du hässlicher Hähnchen. Bist du auch ein Alien? Eigentlich überhaupt nicht. Soll eine überhaupt sein? Geh trotzdem weg. Ich mag dich nicht. Und wir sind hier in Komis Garten. Ich wollte gerade sagen, sieht ziemlich schön aus. Ja, und wir sind mitten noch beim Bär. Oh, auch nicht schlecht. Da fehlt mir mal den Ball. Ja. Wer holt den? Ich gehe. Wir haben nämlich noch einen Ersatz. Geh weg! Geh weg! Ich wollte schießen. Aber jetzt bist du eher zum Schießen. Dann haben wir ihn beide abgeknallt. Dann hast du gleich Christlein noch einen reingemacht. So. Das war so klar. Bimbo ohne Augen. Komm du mir nach Hause. Ja, zurück, ich warte, dass er dich umhaut. Battle darum. Hau mich um. Schlag mich. Oh Mann. Ja, man soll keine Leute schlagen. Das ist böse. Deswegen hauen wir sie um. Mal wieder. Ja. Muss Tayo das eben machen. Niemanden kann man sich hier verlassen. Ich renne einfach um die Abwehr herum. Ich hätte eine freakige Frisur. Die haben ja alle freakige Frisur. Das sind ja auch die Bösen. So. Das nenne ich mal eine hübsche Sonnenkugel. Wie ein Planet. Ja. Und wieder spitzt der Boden. Das ist eine geile Technik. Boah. Weg. Burn? Bist du noch plötzlich eine Frau geworden? Aber auch das konnte Super Tayo nicht abhalten, ein Tor zu schießen. Ja, vergiss nicht, die sind scheinbar am Anfang schlechter als zum Schluss. Ja, deswegen schießen wir ganz schön Tore. Du kannst dir gleich mal Hakuyos Avatar zeigen. Du hast ihn draufgepackt, ne? Ich habe ihn draufgepackt. Sehr gut. Da. So, los geht's. Ah, ich liebe diesen Avatar. Ja. Er ist so toll. In 3D noch viel besser. Oh ja! Also, ich bereue es nicht, so viel Geld für die 3D-Version ausgegeben zu haben. Hm. Nennt mich Freak, aber es war es mir wert. Ja, weil ich so schön einen 3D-Fernseher zu Hause habe. Mussten wir das natürlich ausnutzen. Ja, ich hätte ihn eigentlich nur für Sudden geholt. Und dann dachte ich so, ach ja, kannst du ruhig 10 Euro mehr für die 3D-Version bezahlen. Irgendwann kommt vielleicht mal die Gelegenheit. Und sie kam eher als du denkst. Ja. Und Fudo kam auch eher als der da dachte. Der hat eine lustige Frisur. Und vor allem, wenn er sich dreht. In der Luft. Putzig. Drei Wettertauf. Au. Gott, guck der Böse. Piccolo? Ich hab grad an Freezer wieder. Ah, ich weiß nicht, weißt du, das ist dieses Lila. Ja, aber die Augen haben mich voll an Piccolo erinnert. Weißt du, so ohne Augenbrauen? Ja, dieser scharfe Blick, diese spitzen Ohren. Freezer hat auch keine Augenbrauen, oder? Nicht, dass ich wüsste. Aber er hat einen schwulen Lippenstift. Und er hat diese super tollen Genie Force Kommando. Mit ihrer super tollen, eingestudierten Choreografie. Mein Kreis ist Mutter. Shadow der Unbeugsame. Dabei. Wahrscheinlich selbst wenn du ihn umgenietet hättest, wäre Shadow wieder aufgestanden. Ja, also blitzschnell. Also quick, steh wieder. Zori ist aufgeladen. Lauf, Zori! Lauf! Lauf, Forest! Ja, versuch, dass die Beine nicht so lang sind. Versuch's doch! Ich kann nicht schauen. Dagegen! Der Typ, dass ich ihn nicht weiter aufgehalten habe. Hätte böse enden können. Stelle. Was? Ich war gerade nur irritiert, weil man den Torwart nicht gesehen hat. Wieso wird der Sand eigentlich schwarz? Ist das verkohlter Sand? Weil ihn schwarzer Sand? Ja, weil ihn so elektrisch. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oder? Vielleicht schwarz-böse. Weiß nicht. Ja, irgendwo muss ja der Dreck herkommen. Der kam schon aus seinen Ohren.
kommst du her? Kido ist aufgehört. Kido? Du bist nicht Kido. Er wäre wohl gern Kido. Es gibt nicht viele diese Kleinen. Du kannst das auch mit den komischen Magneten. Hallo? Na, hallo. Gerade rechtzeitig. Bom. Das haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Alter! Sonst geht's ja noch gut, Akaria. Schieß zum Gegner, das löst alle unsere Probleme. Kido? Ich will den Ball nicht. Ich kämpfe den Ball nicht mehr. Alter, aber wir spielen ihn hier. Und wieder muss Shadow ran. Der Dämon-Cutter des Grauens ist zurück. Nichts. Und schon wieder hat er keine TP mehr. Aber Kido, geh mal von den ganzen Kindern weg. Er steht echt ungünstig. Ich glaube, die Aufstellung ist Mist. So, Reutz. Reutz! Nee, mal ein Killer viel. Fulu, ich set mich mal dazu. Hallo, da bin ich. Hi. So, hat's doch vollgebracht. Danke. Shadow ist der Meinung, TP sind überbewertet. Er braucht ja auch keine. Sakuma ist da. Fulu, es wäre schön, wenn du mal langsam herkommst. So, er langsam ein bisschen eng geworden. Und da fliegen sie mal wieder. Ja, ich freue mich, wenn sie wieder sind. Ich auch. Die Kreissäge des Grauens. Wieso erst ist das so braun und dann wird es schwarz? Und jetzt der Ball ist wohl. Wir brauchen einen neuen Ball. Das ist so, Shadow braucht keinen TP, um cool zu sein. Weg! Geht dem großen Tayo aus dem Weg! Und nach dem Spiel müsste Tayo eigentlich sein nächstes Max kriegen. Yay! Hat er das nicht schon? Nope. Das hat nur. Das war das. Hä? Will das nicht bei irgendjemandem wohl sein, das oberste? Was? Wir hatten nur noch zwei solche Special-Dinger. Bei allen anderen Charakteren. Ich weiß gerade nicht, was du von mir willst. Als wenn man dabei. Hast du gesehen, wie der Ball ja. Ich hatte noch einen Charakter gehabt, da wollte ich dieses bei den SP da hinsetzen. Und da waren zwei lila Sachen. Und da hast du gesagt, ich soll das obere nehmen. Ja, weil das eine die Avatar-Bewaffnung war. Ja, und dann also hat doch schon jemand das. Das war Tayo. Ja, was hast du gerade gesagt? Mixi Max. Ach, Mixi Max. Ich habe jetzt bei Dings. Ja, gut. Da habe ich das gerade missverstanden. Ich wollte gerade, hat er das nicht schon? Nein, er hat nur seinen Avatar armt. Ah, gut, dann nehme ich alles zurück. Aber das könnte, müsste Kirino eigentlich auch können sein, sein, aber seine Avatar-Bewaffnung. Sollten wir ihn vielleicht lieber statt seinem Avatar draufsetzen, damit er auch blocken kann. Ah. Wieder. Weil mit seinem Avatar kann er ihn nicht mehr blocken. Alter, das ist ja voll das Banding im Hintergrund, da kriege ich Augenkrebs. Pisst euch! Blöden Banding-Leute. Krebs! Oh, das wird cool. Weg. Lol. Also, ich hab den Ball, ich bin zufrieden. Da steht 5-0. Mal sehen, ob du danach wieder so viele Tore machst. Obwohl, Shadow müsstest du wieder ein Spiegelchen gehen. Ja, dann krieg ich jetzt erstmal was zum Mimmeln. Komm her, Shadow. Mach Happer Happer. Oh, er steckt. So, jetzt geht's kleinen Shadow wieder gut. Hast du fein gemacht, gib doch eben einen kleinen Rülpser. Und dann ist alles wieder gut. Jetzt sind noch die Windeln wechseln. Ich glaube nicht, dass Shadow so etwas trägt. Wer weiß, so wie du ihn bemutterst. Also ich ziehe ihm nicht die Hose runter und schau nach. Und ich will Tayo auch was geben. Ja, geh weg, 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 geh so. Da! Ich bin immer noch verfolgt! Ich schieße jetzt einfach. Hui! Voll der Super Saiyajin mit seiner Aura. Mindestens ist er bald wieder vorne. Stimmt. Und jetzt ist er wieder bei mir. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ja, nicht weiß ich mehr warum. Weg hier! Nein,
die Beine in die Hand und lauft, Leute. Fudo kommt. Aua. Zu spät. Ja! Fudo, hilf! Nimm ihn den Ball weg. Der ist so hässlich. Ja, Fudo, komm wieder zurück. Lauf nicht weg, Fudo. Bleib hier. Wir brauchen dich doch. Lol. Will hier keiner den Ball? Scheint so. Halt ich ihn? Du auch, der eine ist geladen. Pff, der Kettenreflex. Da ist eine Ameise. Tritt nicht drauf. Was heißt das eigentlich? Zu einfach, vielleicht. Ah. Und wieder was geladen. Japanisch mit Sefi. Bom. Ich kann das auch. Ja. Na, ja, der musikalische warst du sicherlich noch nie. Obwohl, ich finde das lustig, dass das wegen Shindo, der ja auch so musikfreudig ist. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ich schieße, ich dribble! Ach, Gott. Das war lustig, ja. Also, die Technik kann ich auch nicht mehr sehen. Nein, es wird, glaube ich, auch was letztes Mal, wenn du sie siehst. Hoffe ich. Oh, Shadow! Ach ja, stimmt, du hast ja dein Riegelchen gekriegt. Ja. Und wieder Shadow zur Stellung und den Hintergrund retten. Dafür sollte man langsam eine Trophäe kriegen. Die Shadow-Trophäe. Obwohl, ich mag die von mir von Mixi Max. Mich stört nur die Brille. Ja, die Tor. So, jetzt aber auf ins Getümmel! Fudo! Leute! Zack, wo steht da? Was? Wo? Obwohl, das finde ich jetzt auch gut, dass sie noch eingeführt haben, dass Fudo auch noch Kaiser von Willen 2 machen kann. Hm. Im vorherigen Teil konnte er es nicht. Ich finde, das passt auf den. Ja, aber das haben die jetzt ja auch erst durch den Go-Film eingeführt. Wollen die das da ja auch machen? Das Spiel hält sich eben sehr explizit an die Serie. Seit man kauft in den ersten Teil, man kriegt neue Charaktere und dann denkt sich, hey, was kannst du denn Schönes? Ja. Das nennt man Spoiler. Das weiß ich noch, als die zu ja, nee, da hat er eine Level 3 Technologie. Ich glaube, da hatten wir nochmal extra die ganzen Go-Leute gehabt, damit wir ausprobieren konnten, was die noch so alles lernen. Ja. Da hatten wir, glaube ich, noch KGA, wo er dann mit Kaiser Ping 7 über was? Ja, es war als Extreme rauskam. Mhm. Aber ich denke, das meiste davon waren schon Techniken, die zurückgedreht. Renn am Ball vorbei! Die schon im. Danke, Kinako. Die schon im Spiel konnten. Mhm. Ja, aber trotzdem. Das war doch recht lustig. Alter, wollt ihr den Ball nicht? Ich habe sonst nichts Besseres zu tun. Aber ja, ich habe diese Halbzeit weniger Tore geschossen. Nämlich gar keine. Es steht immer noch 5-0. Der hält auch bis jetzt alles. Das scheint echt ein wiederkehrendes Muster zu sein. Wobei, ich finde es auch irgendwie, In your face, bitch. Das ist ja wirklich in sein Gesicht. So, so viel dazu, dass Frauen kein Fußball spielen können. Wurde gerade widerlegt. Ja. Wer schießt jetzt Hakuri? Ich hätte Hakuri schießen und der hätte sich abdanken. Da, geh weg! Fudo muss ich schon wieder deine Arsch retten. Er kriegt eine Auszeichnung der Arschretter. Oh, der hat ja noch gar nichts gemacht. Ja. Hakuri. Nein.
Ich finde es so lustig, wie er so nach vorne schneller. Ich finde, das sieht voll elegant aus, wie er sein Avatar ist. Mm. Ein bisschen weiblich. Das stimmt. Aber elegant. Ja. Und bestialisch. Böse. Obwohl, ich finde das ironisch, dass er so hart rüberkommt, oh, dass er jetzt mal Lichttechniken kann. Ja, und Stu, der eher sanfte Typ, ist eigentlich eher Dunkeltechniker. Obwohl, da kenne ich das ganz cool. Weißt du, man kann so sagen, ja, die Sonne ist oder das Licht allgemein ist schön, aber man kann sich ordentlich dran verbrennen. Hm. Und dass die Dunkelheit zwar böse ist, aber auch irgendwie beruhigend. Ja, ich finde Dunkelheit zwar nicht gerade beruhigend, aber hey, das ist, glaube ich, Ansichtssache. Das stimmt. Oh, ich glaube, Taigo ist nicht mal, hat niemand mehr genug TP für den Mystic Blade. Vielleicht. Fudo! Oh, haben wir nichts da drauf gepackt? Oh, naja, das steigert modern Leistung. Genau, wollte gerade sagen. Und trifft wegen nicht mehr Leute. Und du kannst sie gleich wieder einsetzen. Spiel vorbei. Mein Ball. Fudos Ball. Fudo nicht mit nach Hause, aber das ist unser Scheiß drauf. Immerhin zwei Tore. Ja. Und das trotz Typ B, wollte ich gerade sagen. Gott, bin ich denn in den Sprung? Trotz Blutgruppe B wohl her. Nein, ach. Und es hat sich nicht sehr viel getan. Nein. Wir können die Bratzen adoptieren. Ja, wir können die Bratzen adoptieren und Tayo kann sein Miximax und, Was da gerade? Ja, da stand das Teil über Miximax. Da wurde aber nicht viel Tamtam drum gemacht. Nein, wird's nie. Deswegen überliest man's gerne. Ah, verstehe. Ich will hier nicht. Ey, wenn ich bedenke, wie viel Technik man hier haben kann, du kannst hier echt ewig runterscrollen. Yay. Da ist er ja auch bald so weit. Das ist aber gut. Schön gut. Naja, bei Sakuma wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ja. Ich würde eigentlich. Geht weg! Das war das Richtige. Oh. Das ist so mal richtig schön weit. Ja, muss mit Fudo. Ja, die beiden waren noch nie die besten Freunde. Na. Kido beliebt. Kido ist sehr beliebt. Naja, verständlich. Er war ja auch schon ziemlich lange da. Ja. Aber vielleicht hätten wir auch nochmal Goenji reinpacken sollen wegen Prime. Ach, wo ist Goenji? Ja, das kann er ohne Goenji gar nicht. Und wer braucht Goenji, wenn er Leute wie Taiyo, Tsurugi und Hakuryu hat? Richtig. Armer Goenji. Hätte man Goenji hier fairerweise seinen Avatar gegeben, dann wäre das auch was anderes. Und das stimmt. Aber nein. Wir haben Sanak. Wir haben Salat bekommen. Sanak Domain haben wir besiegt. Und oh! Ach, die Bratzen. Ja, die Bratzen. Sind das nicht schon die letzten? Die zweitletzten. Oh. Das war zu voll. Das hat Wiederholungsbedarf. Ja. Finde ich auch. Da könnte man ruhig öfter die Repeat-Taste drücken. Ja. Mensch, sieht ja noch aus, als würden wir das Spiel gleich noch durchkriegen. Ja, das kann gut sein. So, erstmal kurz die ganzen Bücher verfuttern. Verlesen. Wen geben wir denn ein A? Wer hat das denn nötig? Ich würde sagen, Tsurugi, der ist doch schon ganz oben. Ja, und er hat ja nur noch ein B. Er hat noch ein B. Ach, doch, Tayo. Oder was ist das? Verteidigung. Dann macht doch Kairia. Allerdings ist ein A. Wie super. Und das ist Speedy. Speed. Kido ist noch nicht ganz voll, ne? Nein. Doch, er ist schon voll. Gib ihm doch ein A. Ja. Wie affenstark. Genau, ich wollte jetzt. Siehst du, er hat seinen Miximax. Ah. Ine Minimu, und was bist du? Fängt er dann so an? Nein. Ah. Leider nicht. Man kann mal gucken, was er dann kann.
Also er hat dann einen Level 3 Schuss statt seinem Avatar. Ah. Der nur 20 TP kostet. Wow. Na gut, er kann den auch unendlich einsetzen, also von daher. Das ist krass. Und hat jetzt bei seiner Dribbling seinen einen Avatar. Mhm. Und seine Level 3 Abwehrtechnik. Willst du die Formation ändern? Ja, gucken wir mal, was wir da so haben, nie? Ja, weil du sagtest, dass Kido scheiß positioniert ist. Shadow ist immer zu weit nach vorne. Ich würde vielleicht Kinako zu Shadow umtauschen. Und dann? Ja, weil Kinako ja einen Langstreckenschuss hat und weiter vorne dann ist. Naja, aber Shadow ist ja eigentlich, hat er ja da eigentlich immer ganz gut gestanden. Er ist nur mal zu weit nach vorne gegangen, ne? Ja, das ist ja das Problem. Aber ich glaube, das wirst du bei jeder Formation haben, weil die KI hier einfach dumm ist. Okay. Mal gucken, vielleicht können wir die Aufstellung ändern. Ich habe immer gerne diese Spitze gehabt. Das war mal ganz lustig. Die Pyramiden, nicht die andersrum. Nicht diese Spitze. Ach, lassen wir es einfach so. Ja, ich meine. Es ist ja nicht mehr lang. Ja, ich meine ja nur, weil du sagtest, das Kido da war, ne? Irgendwas wollte ich noch. Shadow, liebes Tagebuch. Heute habe ich jemanden in den Arsch geschrieben, das fand ich toll. Allein wenn ich daran zurückdenke, muss ich lachen. Wie süß. Ja, und dann habe ich den Ball weitergespielt. Das fand ich ganz toll. Punkt. Ich sitze auf der Bank. Gott, das dauert ja noch Ewigkeiten. Ja, ich glaube, ehe wir das Spiel... Ehe haben wir das Spiel... Ey, jetzt hat er sein Buch in eine Tasse gewandelt? Ja! Er schreibt Buch. Er hat das Tagebuch von Shadow. Was schreibe ich da jetzt? In jedes Ohr ein Smiley. Das ist so eine never-ending Story, weißt du, so jeder darf mal einen Satz reinschreiben. Ihr seid alle scheiße. Ich hasse euch. So, ach ja, wir wollten ja hier bei Kirino Miximax draufpacken. Oder dann gar nicht. Doch, hier sein Avatar-Abend. Whatever. Ja, damit er schön weiter bloggen kann. Auf blogspot.de. So, apropos, Cut. Gleich. Ach so, gleich. Gebe mir 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Wir können cutten. Sehr schön. Gut, dann bis gleich, Leute.